Viel Raum, Riesenpreisvorteil. Für kleine und große Familientouren. Der Ford Tourneo Courier und der Ford Tourneo Connect. Jetzt bei Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute mit Konrad Meyer. Er ist der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes. Herr Meyer, ich freue mich, dass wir mal jetzt über das Münchner Hotelgewerbe etwas erfahren. Ganz meinerseits. Herr Meyer, man kriegt in München so schwer Hotelzimmer, heißt es. Das heißt auf der anderen Seite, im Umkehrschluss, Ihnen geht es richtig gut. Sie haben tolle Geschäfte und mehr geht nicht. Es geht immer noch mehr. Also natürlich Zeiten wie das gerade vergangene Oktoberfest sind natürlich für uns besonders schön. Und darum sehen Sie mich auch heute mit lächelndem Gesicht. Aber es gibt immer noch Schwachlastzeiten in München. Wir haben ja immerhin auch im Münchner Großraum 76.000 Betten, also da ist immer was frei. Und wir haben auch erhebliche Zuwachs an Hotelzimmern in München, in den letzten 10 Jahren um die 50%. Aber es ist tatsächlich so, dass es Zeiten gibt, da wird manchmal nicht einfach sein, Zimmer zu kriegen, aber im Internet findet man immer noch was. Sie haben es angesprochen, also Hotels werden ja nach wie vor in der Stadt gebaut. Haben Sie das Gefühl, dass das da auch über den Bedarf eventuell hinausgebaut wird oder ist es wirklich sinnvoll, weiter neue Hotels zu bauen, auch gerade in der Innenstadt? Wenn man viel Angebot, also sprich neue Hotel, Objekte eröffnen möchte, dann muss man natürlich auch die Nachfrage dafür generieren. Das heißt, je mehr wir an Hotelzimmerkapazität in München schaffen, desto größer wird natürlich auch der Druck, hier Nachfrage dafür herzubringen. Und das ist etwas, was wir versucht haben, auch mit der Stadt zusammen zu ermöglichen, dass wir Nachfrage schaffen, dass wir gemeinsam mit dem München Tourismus hier mehr Gas geben, um auch eine Verstetigung der Nachfrage herzukriegen, weil Hotellerie hat einen erheblichen Fixkostenblock und das heißt, man muss also da schon schauen, dass man die entsprechenden Umsätze herkriegt. Also, Herr Meyer, Sie sind ja hier auch in einer spannenden Gegend, Bahnhofsviertel. Wie ist das Hotelgeschäft hier im Bahnhofsviertel? Ist es besonders schwierig? Ist es besonders einfach? Also wir haben hier in München um den Bahnhof 500 Meter rum die höchste Hoteldichte Europas. Also es ist schon eine Herausforderung, hier mit diesem Wettbewerb zurechtzukommen. Aber es ist die Nachfrage auch da. Wir sind ja sehr verkehrsgünstig gelegen. Also es ist jede Form der öffentlichen Verkehrsmittel direkt von der Haustür. Also insofern kriegen wir natürlich auch die Gäste und Kunden bequem vor die Haustür gefahren. Und die haben es einfach, alle Punkte der Stadt und Sehenswürdigkeiten vor allen Dingen zu erreichen. Aber auch geschäftliche Büro- oder Verwaltungsgebäude. Ja. Was wären die Nachteile hier im Bahnhofsviertel? Ja, es ist halt sehr lebendig. Also es gibt viele Leute, die, wenn sie jetzt von, ich sag mal vom Land kommen, da eher ein Problem damit haben, mit der Vielfalt der Menschen, die hier rumläuft. Man kann es Multikulti nennen. Sie kriegen halt alle Einwanderungswellen der Stadt hier ab. Hier ist viel Verkehr natürlich auch. Wobei wir hier Glück haben, die Straße ist also relativ ruhig für das Bahnhofsviertel. Aber es ist doch ein sehr lebendiges Viertel und da hat nicht jeder Spaß dran. Nur, also wir haben sehr viele Stammgäste, die lieben es. Da muss man der Typ dafür sein. So etwas muss man mögen. Ja, genau. Man ist natürlich mitten in der Stadt und hat die Vorteile, sofort überall sehr schnell hinzugelangen. Wie ist es mit, Sie sprechen ja sozusagen für die ganzen Hotels hier in München. Wie ist es da mit dem Personal? Wie einfach ist es in München, Personal für Ihr Gewerbe zu bekommen? Also generell ist es immer schwieriger, gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Insofern ist die Herausforderung natürlich für jeden Hotelier gegeben, Mitarbeiter selbst auszubilden. Das tun wir auch bei uns im Konrad Hotel de Ville, indem wir meistens auch unsere Auszubildenden übernehmen. Und viele unserer Bereichsleiter sind auch hier im Hause gemacht sozusagen. Also das ist eine Möglichkeit mit einer bei uns vorhandenen Firmenphilosophie, Unternehmensphilosophie,
eine Mitarbeiterkultur aufzubauen, sodass die Leute relativ lang bei uns bleiben. Aber stellen Sie bei Ihren Kollegen fest, dass es doch mühsamer wird, junge Menschen hier nach München zu holen? Weil es ist ja auch nicht die preiswerteste Stadt, wo man also günstig Wohnraum findet. Also ist es für junge Lehrlinge gar nicht so einfach hier bei uns. Also München ist natürlich gleichzeitig auch attraktiv. Es ist nicht nur teuer. Und ich meine, wenn man hier eine Studentenwohnung bekommt oder wenn auch Auszubildende hier Sharing machen sozusagen, also Wohngemeinschaften gründen, dann ist es schon machbar. Also wie gesagt, man hat dieses Spannungsfeld einerseits München als sicherlich teure Stadt oder nicht die billigste, sagen wir es mal charmant andersrum. Auf der anderen Seite aber auch die Attraktion, nach München zu kommen, verkehrsgünstig zu liegen. Das ist ja auch für Auszubildende wichtig, dass die Anfahrtswege nicht zu lange sind. Und das ist für uns hier schon auch ein Vorteil. Aber für die gesamte Stadt München ist nicht benachteiligt, sage ich mal, sondern eher bevorteilt. Aber wir stellen insgesamt in ganz Deutschland einen zunehmenden Fachkräftemangel fest. Sie kennen ja sicherlich den Satz, Deutschland ist eine Servicewüste. Dieses ist natürlich aus den 80er Jahren besonders bekannt. Es hat sich viel getan. Wie beurteilen Sie das aus heutiger Sicht? Also vor noch 15 Jahren hätte ich es bestätigt, habe das auch immer wieder kritisiert. Wir haben aber verschiedenste Initiativen, auch vom Hotel- und Gaststättenverband begonnen. Ich sag mal, allein 2006 haben wir eine Großveranstaltung gemacht für alle Gewerbe in München, die mit Tourismus zu tun haben. Multikulti haben wir es genannt. Also es waren andere Länder, andere Sitten, wo wir trainiert haben, wie man mit unterschiedlichsten Gästen aus dieser ganzen Welt umgeht, von Chinesen über Russen, über Israelis, über Araber. Die haben ja alle unterschiedliche Anforderungen und auch Besonderheiten des Umgangs. Da hat sich unglaublich viel getan, finde ich. Also ich war jetzt mehrfach in Italien oder auch in Frankreich. Gerade Frankreich ist mir aufgefallen. Da ist die Uhr stehen geblieben, während unsere doch ein bisschen schneller gegangen ist. Also wir haben da deutlich aufgeholt. Also ich sehe den Begriff Servicewüste nicht mehr. Es sind eher blühende Landschaften heute, Gott sei Dank. Man muss ja auch für jedes Hotel einen bestimmten Anspruch erfüllen. Ist das jetzt eigentlich so, dass hochpreisige Hotels in unserer Stadt und auch Gaststätten es schwieriger haben? Dass, also, wie bewegen sich die Kunden zurzeit? Ist es mehr, dass man aufs Geld achtet und möglichst, ich sage jetzt mal, in den Gaststätten viel auf dem Teller haben möchte? Oder wie ist da im Moment der Trend? Also ich meine, das ist immer konjunkturabhängig. Es ist aber auch länderkonjunkturabhängig. Und wir haben es geschafft, in München Zielgruppen anzusprechen, wie die Araber zum Beispiel, wie die Chinesen, neben den Amerikanern und Italienern, die ja sowieso schon langjährig unsere Nationalitätenstatistik anführen, die schon auch bereit sind, Geld auszugeben. In Deutschland ist es so, dass die Deutschen jetzt mit den niedrigen Zinsen sehr wohl konsumfreudig sind. Das mag, wenn sich eine Krise andeutet, wieder anders werden. Aber prinzipiell bemerken wir momentan keine Kaufzurückhaltung, sage ich mal. Also natürlich hat jedes Hotel seine eigene Zielgruppe, also sowohl was den Preis angeht, als auch was die Persönlichkeit des Hotels angeht. Aber da muss halt jeder sich selber verkaufen. Ja. Ganz einfach. Das geht aber heute im Internet, kurzfristig auch, was früher nicht ging. Früher hat man im Januar mal einen Brief gekriegt, ich hätte gerne im Oktober, so und so von da bis da während dem Oktoberfest ein Zimmer. Heute kriegen Sie es halt innerhalb von 3 Tagen, dann kommt man aus Dubai angeflogen. Ja, das geht schnell. Dieses Internet, Bestellung, die ist ja aber, glaube ich, jetzt für Hoteliers nicht nur positiv. Ne? Also diese ganzen Plattformen, die wollen ja dann auch Prozente von ihren Gewinnen haben, die sie mit ihren Hotelzimmern dann bekommen. Ist es immer fair, was diese Plattform, also das geht ja bis in den zweistelligen Bereich. Ja, also da wird durch die Vermittlung schon ganz ordentlich abgegriffen. Ja. Aber da hat es jetzt auch ein paar Urteile gegeben, wo etwas Mäßigung angesagt ist, beziehungsweise ein Schreiten des Kartellamts, im Fall HRS oder Bookings. Aber prinzipiell sind das natürlich auch Partner, das muss man schon auch sehen. Und sie ermöglichen natürlich, dass man eben sich selber noch vermarkten kann, auch kurzfristig, nicht immer nur über den Preis, auch über die Lage.
Und manchmal ist es auch so, dass es einfach um Verfügbarkeit geht. Das letzte Zimmer ist dann da nochmal zu finden. Natürlich gibt es hier auch das letzte Zimmer, wenn man vielleicht von der Straße kommt und sagt, haben Sie noch ein Zimmer frei? Das gab es aber früher schon. Also Internet ist dazugekommen und ist von daher schon ein wesentlicher Verkaufsfaktor. Als Gast fragt man sich, ist es eigentlich besser, wenn ich direkt beim Hotel anrufe und frage, ob ein Zimmer frei ist oder ob ich das über eine Internetplattform günstiger kriege? Also wir machen es so, dass bei uns direkt gebucht immer den besten Preis gibt. Das ist jetzt durch das Urteil bzw. das Eingreifen des Kartellamts möglich geworden. Vorher gab es ja diese Best-Price-Regel, da mussten wir also den niedrigsten Preis auch den Hotelportalen anbieten. Das machen wir jetzt nicht mehr. Also wir sind immer ein Stück unter den Preisen, die Sie im Netz finden, beziehungsweise auf unserer eigenen Homepage finden Sie es immer etwas günstiger. Gilt das für alle Hotels hier in München? Das haben viele jetzt so eingerichtet, seitdem, wie gesagt, seit Januar etwa, das Kartellamt hier Machtwert gesprochen hat. Ich stelle mir vor, dass es für Sie vielleicht gar nicht immer so einfach ist, alle Ihre Verbandsmitglieder unter einen Hut zu kriegen, weil man ja wohl auch verschiedene Ansprüche hat und sich auch unterschiedlich in diesem Verband sieht. Also ich sage jetzt mal, ein 4- oder 5-Sterne-Hotel wird wahrscheinlich ein- oder 2-Sterne-Hotel anders bewerten in der Diskussion, also auch in dem, was der eine oder andere will, dass man sich da als der Wichtigere fühlt, wenn man mehr Sterne hat zum Beispiel. Also wir müssen noch ein Stück vorher anfangen. Ich bin ja für Gastronomie und Hotellerie in München zuständig. Wir haben ja 1200 Mitglieder, wobei sich das etwa heftig aufteilt in Hotellerie und Gastronomie. Also Gastronomie ist etwas größerer Anteil. Wie auch in der Realität, Hotellerie sind wir jetzt relativ hoch organisiert, Gastronomie nicht ganz so hoch. Gastronomen sind ganz andere Typen Menschen wie die Hoteliers. Gastronomen sind Aktivisten, die jetzt gleich was tun, die voll am Gast sind. Das ist der Hotelier auch, aber ein Hotelier muss weiter planen. Das sind also schon mal ganz unterschiedliche Charaktere, mit denen man umgeht, also in der Gastronomie als auch in der Hotellerie. Also das ist mal die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist in der Tat, unterschiedliche Standards oder Klassifizierungsmerkmale von Hotels. Klar, wenn unsere Lehrlinge jetzt auf die Berufsschule gehen, dann treffen die auf die 5-Sterne-Hotels. Die glänzen natürlich immer ganz besonders. Aber da geht es am Ende des Tages immer darum, was man wirklich lernt in einem Hotel. Und da ist ein mittelständischer Betrieb genauso aktiv wie jetzt auch ein 5-Sterne-Hotel. Manchmal ist da die Arbeitsteilung sogar höher, also in einem kleineren Betrieb. Beziehungsweise man kann auch mehr wechseln, man sieht wirklich alles. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber Sie sehen tatsächlich manchmal das Naserümpfen, das hat man in der 5-Sterne-Hotellerie gegenüber der niedrigerklassigen Hotellerie schon. Aber für mich als Verbandsmann ist die Herausforderung, alle unter einen Hut zu kriegen. Und das ist mir in den letzten 11 Jahren einigermaßen gelungen, hoffe ich. Und dieses, ich sage mal, der Stadt zum Beispiel gegenüber etwas zu erreichen. Also es gab ja diese Bettensteuer, die da erhoben worden ist. Wie geschlossen tritt der Verband in solchen Fällen auf, um sowas zu verhindern? Also die Bettensteuer ist ja nicht erhoben worden und das ist eigentlich die Pointe schon vorweggenommen, also das Happy End sozusagen. Verschiedentlich ist es notwendig, der Politik gegenüber klarzumachen, dass wir sehr wohl die Lufthoheit über den Stammtischen haben in einer Stadt, als auch natürlich ein enormes Netzwerk über unsere Gäste. Also in der Hotellerie natürlich nicht Münchner, aber in der Gastronomie sehr wohl Münchner. Und da sind wir schon eine bestimmte Marktmacht, sage ich mal. Wir treten nicht so auf, aber wenn es notwendig ist, dann muss man schon einmal klare Kante zeigen und mit Münchner Charme klar machen, dass das oder das jetzt Unsinn ist, wie es bei der Bettensteuer der Fall wäre. Darum ist sie auch nicht gekommen. Das ist interessant. Also man kann tatsächlich auch am Stammtisch so ein bisschen Stimmung erzeugen für den eigenen Bedarf. Ja, das sicherlich. Ich meine, unsere Branche steht für Lebensfreude, steht für das, was unsere Gäste wollen. Kein Wirt oder Hotelier hat irgendwie Vorstellungen, die gegen die Interessen der Gäste laufen. Wir haben ja das Ohr am Mund des Volkes sozusagen. Also, und das ist sehr vielfältig. Also wie gesagt, bei der Hotellerie international, bei der Gastronomie natürlich auch, aber auch regional stark orientiert. Und da ist natürlich schon möglich auch, aufzuklären. Und mir fällt da jetzt ein, es gab ja diese Diskussion um das Rauchen in den
wirtschaften. Und ich sage jetzt mal, da konnten sie sich aber nicht durchsetzen, nicht? Obwohl man doch eigentlich aus ihrer Ecke sehr laut gehört hat, dass das geschäftsschädigend eigentlich ist, wenn es eingeführt wird. Also ich glaube, es gibt keinen Wirt, dem es nicht egal war, ob jetzt geraucht wird oder nicht. Dem war nur wichtig, dass seine Gäste ihren Bedürfnissen in der Gastronomie genauso nachkommen dürfen wie auf der Straße oder zu Hause. Nur darum ist es ja gegangen. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte etwas abgewartet. Ich glaube, dass der Trend sowieso in Richtung Nichtrauchen gegangen ist. Das haben wir dann auch bei den Bürgerbegehren gesehen. Wobei ich glaube, dass dort schon ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung war, weil doch bestimmte Leute, die halt gegen das Rauchen waren, dorthin gegangen sind. Das verstehe ich, aber ich bin selber Nichtraucher. Wenn man jahrzehntelang von Rauchern gequält worden ist, dann hatte das auch ein bisschen ein Rachepotenzial vielleicht. Und es ist auch sicherlich vernünftig. Niemand möchte es heute zurückdrehen. Aber man muss schon sehen, dass die getränkeorientierte Kleingastronomie, die Eckkneipen in den Vierteln, wo man ja hingegangen ist, um sich zu treffen, um Karten zu spielen etc., wo man auch hingegangen ist, um in Kontakt zu kommen mit anderen Gästen, sagen, hast du Zigaretten und rauchen wir mal ein bisschen, die haben schon sehr gelitten. Und da ist viel auch an Gastronomie und Wirtshauskultur verloren gegangen. Das muss man sehen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Oktoberfest noch mal zu Gemüte führt, dass da also tatsächlich nicht mehr geraucht wird, das hätte keiner gewagt zu prophezeien eigentlich, nicht? Ja, das erstaunt mich heute noch. Ja. Es ist hochinteressant, wenn man auf dem Oktoberfest ist, welche Gerüche man heute wahrnimmt, weil früher gab es nur den Rauch. Heute riechst du also das frische Holz, du riechst aber auch Dinge, die du vielleicht nicht unbedingt riechen möchtest. Und natürlich auch das frische Bier, da kann man wahrnehmen. Also das ist schon schön. Also überall, wo gegessen wird, ist es ja auf jeden Fall viel schöner, wenn das rauchfrei stattfindet. Und wenn man heute sein Jackett auszieht oder sein Janker oder seine Lederhosen, dann kann man die am nächsten Tag wieder anziehen, weil nicht alles rauchgeschwängert ist. Es gibt ja, Herr Mayer, bei vielen den Gedanken, dass man in die Gastronomie einsteigen möchte. Also es sind ja auch oft Leute, die völlig branchenfremd sich überlegen, Mensch, ich möchte mir mal so einen Wunsch erfüllen und eine Eckkneipe aufmachen oder vielleicht auch ein Restaurant und ein bisschen mehr. Was empfehlen Sie denen? Was raten Sie denen? Was sollte man sich erstmal für Gedanken machen, bevor man wirklich in Ihr Geschäft einsteigt? Man sollte zweimal hinschauen. Also es reicht nicht, wenn ich einmal in einer Cocktailbar war und gerne diesen Cocktail getrunken habe, hinterher zu sagen, prima, jetzt mache ich auch eine Cocktailbar auf. Das ist mit Sicherheit der Weg in den Ruin. Das kann man jedem prophezeien. Heute ist die Aufgabe des Gastronomen unglaublich vielfältig. Sie müssen wahnsinnig viel wissen über Gesetze vom Jugendschutz, Brandschutz, Gewerberecht, Lebensmittelhygieneverordnung etc. etc. Also das bedarf eigentlich wirklich schon bald eines Studiums. Das ist auch für gestandene Wirte oft eine Herausforderung, wenn mal wieder was Neues kommt. Jetzt Thema Mindestlohn, was da alles an Aufzeichnungspflichten auf uns zukommt. Die Allergenkennzeichnung ist auch ein Thema, was jetzt kurzfristig auf uns zukommt. Teilweise wissen die Behörden noch nicht einmal, wie sie es umsetzen wollen. Also da stehst du eigentlich da mit einem Bein im Gefängnis, mehr oder minder. Das sind also Strafen bis zu 50.000 Euro möglich, wenn man verstößt. Nur die Frage ist, gegen was, weil es teilweise noch gar nicht bekannt ist. Also die Herausforderung, die der Gesetzgeber da einem Wirt, Gastronomen, aber auch Hotelier stellt, die sind schon gewaltig. Und ich wundere mich manchmal, mit welcher Lässigkeit manchmal auch Menschen, die der deutschen Sprache gar nicht in dem Maße mächtig sind, sich trauen, da eine Gastronomie aufzumachen und einfach mal loszuarbeiten. Also das ist meistens ein schnell untergehender Stern. Was auch auffällt, ist, dass manche so ein Händchen dafür haben, dass egal, wo sie eine neue Kneipe, sage ich jetzt mal, aufmachen, dass das funktioniert. Ja? Also die... Das kann man sich dann manchmal gar nicht erklären, warum in dem Restaurant, wo früher jemand anders drin war, es eben überhaupt nicht geklappt hat. Und dann kommen, hier in München haben wir auch so ein paar Talente, die, egal wo sie was aufmachen, erfolgreich sind. Ja, München ist natürlich eine sehr neugierige Stadt, aber auch eine durchaus sprunghafte Stadt. Das heißt, es gibt viele Gastronomen, die ein unglaublich gutes Gespür haben für die Trends, die aber dann oftmals auch nicht lange an diesem Standort bleiben. Also die ziehen das hoch, die bringen natürlich auch ihre Gäste mit, da geht man hin, da hat man also sozusagen seine Stammklientel, da gibt es auch ein tolles Angebot. Aber meistens verliert der Münchner dann bei diesem unglaublichen
Angebot, was wir in München haben, das Interesse und zieht wieder weiter. Es hat so ein bisschen was von Nomadentum, gastronomisches Nomadentum. Und im Hintergrund erkennt man dann eigentlich nicht, dass meistens dann wieder eine andere GmbH dahinter ist, die das dann weiter betreibt. Das ist dann sozusagen der zweite Abschnitt des Produktlebenszykluses und dass der es eröffnet hat, schon längst wieder was Neues aufgemacht hat. Also das hat man in München sehr viel, weil München einfach eine Trendstadt ist. Viele sagen auch, also es gibt viele Branchen, die sind nicht unbedingt in der Hand von Original-Münchnern. Aber das Gaststättengewerbe und das Hotelgewerbe, oder hauptsächlich natürlich auch das Gaststättengewerbe, das ist überwiegend in Münchner Hand. Ist das so? Und wenn ja, warum? München ist nicht nur vielfältig, was das Angebot angeht, sondern auch was die Herkunft der Menschen angeht. Wir haben hier meines Wissens Menschen aus 187 Nationen, die in dieser Stadt leben. Und da findet sich natürlich auch ein neuer Wirt mit einer neuen Nationalität, der für seine Leute, für die aus dem Land kommen, wo er herkommt, dann die Gastronomie anbietet, die gerne haben. Und dann kommen die Münchner dazu. Also dass alles in Münchner Hand ist, das würde ich nicht so sehen. Mhm. Natürlich, die bayerische Gastronomie, das ist immer noch tatsächlich in bayerischer Hand. Aber die vielen Spezialitätenrestaurants sind schon längst von Leuten aus diesen Herkunftsländern betrieben, weil nur der kann Spezialist sein für das, was er da macht. Ja, ist klar, München ist eine Stadt, wo immer mehr Zuzug herrscht. Und hat es dadurch die klassische bayerische Gastronomie besonders schwer vielleicht auch? Ist sie auch irgendwo im Rückzug? Das sehe ich nicht so. Also Sie sehen immer noch, auch in der Fußgängerzone und in anderen Ballungszentren innerhalb von Münchens in der City, neue Gastronomien entstehen, die vorher nicht da waren. Es ist erstaunlich, wenn es einer gut macht, dann ist die bayerische Gastronomie einfach immer noch der Klassiker. Also sowohl für die Münchner selber, die immer gerne einen Schweinsbraten essen und vor allen Dingen ein gut frisches, gezapftes Bier trinken. Genauso wie auch für die Ausländer, die natürlich in München dann die typical Munich Cuisine suchen und auch finden, in sehr großer Vielfalt. Bleiben wir bei den Touristen. Genügt Ihnen das, was die Stadt München im Bereich Tourismus tut? Könnte man da mehr machen? Könnte man auf andere Gebiete auch mehr verweisen? Also mir fällt da so die Museumsmeile ein, die wir hier haben und wo viele sagen, also da wird viel zu wenig getan und da müsste die Touristen müssten da besser informiert werden drüber. Also haben Sie das Gefühl, es müsste noch mehr getan werden, damit auch das Gastronomie- und Hotelgewerbe davon profitiert? Also das ist ein weites Feld, da könnte ich jetzt lange referieren. Es ist tatsächlich so, dass aus meiner Sicht mehr getan werden muss. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben die Tourismusinitiative München gegründet. Da war ich der Gründungspräsident vor etwa 2 Jahren. Das ist sozusagen das Parlament des Tourismus und hat auch den Tourismus mehr in den Fokus des Stadtrates gerückt. In dieser Tourismuskommission sitzen 7 Stadträte und 7 Wirtschaftsvertreter. Bin ich eben auch mit dabei. Und da gelingt es uns schon, so schrittweise die Bedürfnisse des Touristen, des Externen, sozusagen die Außensicht von München, bei den Stadträten zu platzieren. Früher hat es immer geheißen, Touristen wählen nicht, also interessieren uns die nicht. Touristen sind sehr wohl zu steuern. Das muss auch im Einklang mit der Münchner Bevölkerung stattfinden. Wir müssen eine Entflechtung finden. Es darf nicht alles über den Marienplatz. Wir müssen auch Stadtviertel mehr mit einbeziehen. Und wir müssen meines Erachtens auch eine Verstetigung der Nachfrage herkriegen, dass nicht München an bestimmten Nachfragespitzen aus den Nähten platzt. Und in anderen Phasen ist nichts los. Das haben wir nämlich auch. Genau. Und da sagten der eine oder andere, der Tourismus in München, der nimmt sowieso von Jahr zu Jahr zu. Die sind also gut bedient. Warum da noch mehr Energie reinstecken? Also prinzipiell ist es so, dass der Welttourismus schon durch die Tatsache, dass einfach höhere Einkommen auch Reisen ermöglichen, und zwar international, um 3% pro Jahr etwa zunimmt. Das heißt, wenn wir 3% pro Jahr Wachstum haben, haben wir nicht mehr wie das, was sowieso schon stattfindet auf dieser Welt. München ist jetzt eine Tourismusdestination höchster Provenienz. Spannenderweise, das kommt schon durch die Amerikaner nach dem Krieg und Bier und Oktoberfest und wie auch immer.
Der Deutsche wird sehr als Bayer im Ausland gesehen. Nicht? Gott sei Dank. Ja, sind ja auch die nettesten Deutschen. Also, Entschuldigung, sage ich jetzt dem Hamburger. Aber na, es gibt auch nette Hamburger. Also wie auch immer, also als geborener Münchner. Ein bisschen rot ist er schon geworden. Ja, ich hoffe, das geht wieder weg. Nein, nein, also wir lieben ja unsere ausländischen Gäste. Jetzt hat es gescheppert, das ist Hotellerie. Wir lieben unsere ausländischen Gäste oder auch die deutschen Gäste. Sie sind immer noch 50% Anteil unserer Gäste hier. Die deutschen Gäste. Die deutschen, ja. Also wir haben in München etwa 50-50 und die Nachfrage steigt also schon automatisch. Also das muss man sehen. Also jetzt geht es um die Frage, wie lenke ich diese Nachfrage? Und bei diesem Lenkungsprozess, da wünsche ich mir noch mehr Miteinander. Wünsche ich mir aber auch, ehrlich gesagt, mehr Aufmerksamkeit des Stadtrats, noch mehr Aufmerksamkeit. Da sind wir aber, wie gesagt, auf einem guten Weg. Weil dort müssen wir wirklich uns überlegen und mit der Sicht des Gastes diese Stadt durchlaufen und überlegen, wo bin ich lost? Wo finde ich den Weg nicht? Weil der Münchner kennt ihn, aber ein Tourist kennt ihn nicht. Wir müssen also schauen, dass wir Beschilderung machen, dass wir aber auch wirklich ein Miteinander herkriegen, eine Leistungskette zu bilden, die vom Taxifahrer über die Messe München, über den Flughafen, über die Hotellerie, über die Gastronomie, über den Einzelhandel wirklich ein Gesamterlebnis schafft. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Viel Raum, Riesenpreisvorteil für kleine und große Familientouren. Der Ford Tourneo Courier und der Ford Tourneo Connect. Jetzt bei Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Just Drive. Sagen Sie ja mal, wie groß ist eigentlich der Wettbewerb unter den Hotels? Also ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch zu gewissen Zeiten unterschiedliche Preisangebote in derselben Kategorie. Wie prägt sich das aus unter den Hoteliers? Ach, wissen Sie, konkurrenzbelebtes Geschäft. Ich bin jetzt nicht der ständig die Kollegen beobachtet, was die so machen. Wir machen unser Ding, wir wissen, welchen Preis wir verlangen können. Es hängt auch immer davon ab, welche Zeit es ist und wie preissensibel die Menschen zu dieser Zeit sind, wie die Nachfrage also insgesamt. Natürlich beeinflusst eine Gruppe von Hotels, die jetzt sagen wir, mit Preisen runtergeht, auch die anderen. Und am Ende schwimmt man dann natürlich auch mit. Aber ich glaube, dass wir in München schon gelernt haben, dass wir wertvoll sind sozusagen, dass wir also wirklich auch Leistung verkaufen können. Und deswegen hat dieser Preiskampf und dieses Unterbieten, das wir in früheren Jahren hatten, Gott sei Dank aufgehört. Also auch durch die internationale Nachfrage, die eben speziell im Sommer zum Beispiel schon auch die Zimmer voll macht. Aber die Zimmer werden so ein bisschen auch wie Aktien gehandelt, nicht? Also es ist so ein bisschen durch das Internet jetzt auch. Werden Sie ja wahrscheinlich auch angeguckt von der Konkurrenz? Was ist Ihr Preis? Und dann geht man vielleicht nochmal 10 Euro runter und dann kriegt man sein Hotel schneller voll. Ne? Also so stelle ich mir das vor. Also ich habe mal in meinem Betriebswirtschaftsstudium gelernt, das war früher in den 80er Jahren eine Annahme der vollkommenen Information. Also man hat immer gesagt, ceteris paribus sozusagen. Also diese Information gibt es nie, aber geben wir mal davon aus, wir hätten sie. Heute haben wir sie. Ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum wir keine Inflation haben. Weil das Internet so transparent ist, dass jeder jeden Tag nachschauen kann, was kostet und auch mit jedem Anbieter vergleichen kann. Also insofern ist natürlich da die Anpassung viel, viel schneller, nach oben wie nach unten. Haben Sie in Ihrem Hotel jemand, der am Computer die ganze Zeit guckt und sich überlegt, was sind nächste Woche so die Preise? Hängt ja auch von der Messe ab und eben von ganz vielen Faktoren. Also wann Messen sind, wissen wir Gott sei Dank. Auch wann Oktoberfest ist oder nachfragestarke Spitzen wie Fußballspiele oder Ähnliches. Natürlich schauen wir uns an, was die Mitbewerber so machen. Aber am Ende ist der Hotelzimmerpreis heute ein echter Börsenpreis, der teilweise stündlich wechselt. Das hängt auch immer davon ab, ob jetzt irgendwo Nachfrage wegbricht. Das gibt es ja auch, dass größere Gruppen mal stornieren oder einfach Zimmer frei bleiben, sodass man dann wieder andere Preise anbieten kann. Also da ist viel Bewegung drin und man kann heute nicht mehr wirklich sagen, das wird so oder das wird so. Natürlich kann man sagen, tendenziell sind die Preise höher und die Zimmer knapper zum Oktoberfest oder zur Messe, aber es kann auch mal Überraschungen geben, wo auf einmal auch an normalen Tagen die Nachfrage so stark ist, dass keiner weiß, warum.
Ja, ist denn eigentlich der Gast verpflichtet, wenn er eine Anzahlung macht und dann storniert, dass diese Anzahlung dann weg ist? Oder wie wird das eigentlich gehandhabt? Ja, Anzahlungen gibt es eigentlich nur in den ganz nachfragestarken Zeiten. Ich sage mal zur Bauma zum Beispiel, weil da sind die Zimmer so begehrt, dass wir natürlich auch Kunden gerne davon abhalten möchten, sagen wir mal parallel in 5 Hotels das zu buchen, was sie gerne hätten und dann in 4 zu stornieren. Sowas gibt es ja auch. Also insofern, Anzahlung gibt es eigentlich selten. Aber normalerweise schließt man am Telefon oder auch über Internet einen Beherbergungsvertrag ab und an den muss man sich natürlich halten. Also wenn Sie die Kreditkartennummer haben, dann können Sie darüber ja dann auch abbuchen, ne? Es kommt darauf an, also was für Stornierungsbedingungen, das ist kein juristischer Begriff, aber ein Hotelbegriff, existieren und auch vom Hotel angeboten werden. Aber es kann durchaus sein, dass man dann eben mit der Kreditkarte zumindest 80-90% des gebuchten Hotelpreises bezahlen muss, wenn man kurzfristig absagt. Ist ja für Sie dann nicht schlecht, weil wenn es eine sehr frequentierte Phase ist, dann kann man das zweimal verkaufen. Also unser Ziel ist, die Zimmer zu verkaufen, klar. Aber es ist so, dass wir als Hoteliers natürlich die Schadensminderungspflicht haben. Das heißt, bevor wir den Gast, der storniert hat, was abkassieren dürfen, müssen wir natürlich alles tun, um das Zimmer zu verkaufen. Wenn das nicht geht, dann ist es natürlich ein Schaden. Wir sind ja keine Bettenfabrik, sondern wir verkaufen als Hotels Betten pro Nacht. Und wenn die Nacht um ist, dann ist das Umsatz, der nie wieder gemacht werden kann. Das muss man einfach sehen. Das ist genauso, wie wenn Sie beim Konditor zu Ihrem Geburtstag mit Ihrem Namen drauf eine Geburtstagstorte bestellen und Sie dann nicht abholen. Dann kann ich auch nicht sagen, ich habe sie nicht gegessen. Die ist dann auch nicht wieder zu verkaufen. Das ist so ist es, nicht zu verkaufen. Und die Verpflichtung des Gastes ist ja nicht sozusagen im Hotel zu sein. Es ist nur diesen Vertrag einzuhalten und das Zimmer zu bezahlen, wenn es denn nicht weiterverkauft werden kann. Stoßen Sie da oft auf Unverständnis? Ach ja, wissen Sie, mit Unverständnis hat natürlich auch immer strategische Ausrichtungen. Wer will schon gerne bezahlen? Aber per se ist es mittlerweile so geübt, international, dass das akzeptiert wird. Was sind denn jetzt so die Mindeststandards? Also was muss man dem Gast mindestens anbieten im Hotel, wenn man auf einem Durchschnittslevel mitspielen will? Sie meinen jetzt, was die Hotelkategorisierung angeht? Ja, und was auch die Zimmer anbelangt. Was muss da drin sein? Was muss das Hotel bieten, um sozusagen einen Grundstandard zu bieten? Das kann man so gar nicht sagen, weil ich meine, wir haben natürlich von 1 bis 5 Sterne unterschiedliche Klassifizierungsmerkmale und die sind genau festgelegt nach deutscher Hotelklassifizierung. Das heißt, 1 bis 5 Sterne hat ganz unterschiedliche Maßstäbe. Im 1-Sterne-Bereich ist der Service sehr reduziert. Es gibt gar nicht viele in Deutschland, muss ich sagen. In Frankreich gibt es da mehr. Spannenderweise hat sich das Ein-Stern-Konzept eines französischen Mitbewerbers nicht durchsetzen lassen. Die hatten zum Beispiel 4 Zimmer mit einer Dusche, wo die 3 Zimmertüren jeweils versperrt waren, wenn einer geduscht hat. Das ist jetzt eine Frage, ob man es mag. Franzosen haben es akzeptiert, in Deutschland ging es nicht. Also das heißt, bei uns geht es eigentlich mit 2 Sternen los. Und da steht natürlich ein Bett drin, da ist auch hoffentlich die Freundlichkeit drin. Aber da ist der Standard schon sehr niedrig. Aber das ist ein ganz spezifisches Klassifizierungssystem, über das man sich im Internet auch kundig machen kann. Würden Sie sagen, es gibt einen gewissen Trend, dass die Hotelzimmer kleiner werden auch? Also dass da auch ein Markt für da ist? Also teilweise hat man ja schon das Gefühl, dass da neue Hotels hier in München gebaut werden, wo also ein Minimalplatz nur vorhanden ist. Also ich sage es Ihnen, ich habe schon so viele Trends in diese oder jene Richtung erlebt, dass ich eigentlich am Ende sagen muss, es gibt keinen. Es gibt immer mal Anbieter, die sagen, wir kommen jetzt mit unserem 5-Sterne-Produkt auf den Markt. Der hat schon drauf gewartet. Ob das dann wirklich so ist, wird sich dann später feststellen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir sagen, es gibt das Hotel. Es gibt heute wirklich so ein spezifisches Angebot. Und gerade durch die Sterneklassifizierung kann man so spezifisch das suchen und finden, was man für sich gerne hat. Da muss man sich eben kundig machen und dann das für einen passenden Hotel suchen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage in München eigentlich auf allen Sektoren bis hin zum, ich sage jetzt mal, 2-Sterne-Bereich, wenn es schick gemacht ist, zugenommen hat.
Und weil nun mal die Welt groß ist und aus allen Ländern dieser Erde Menschen nach München kommen und ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Was ist der absolute Albtraum für einen Hotelier? Welcher Gast? Also es gibt da so manche Leute, die den Konsum von Alkohol nicht so ganz im Griff haben. Also ich sage mal, wenn man auf der Wiesn ist, wir hatten schon den Fall, das ist noch das Angenehmere, dass ein Gast mit dem Taxi durch die Stadt gefahren ist, weil er nicht mehr wusste, wie sein Hotel hieß. Und der war dann um 5 Uhr früh, hat er es dann gefunden, indem er vorbeigefahren ist. That's it. Aber das ist fürs Hotel jetzt nicht so schlimm. Schwierig wird es dann, wenn einer wirklich, ich sag mal, schlecht, positiv, negativ auf Bier reagiert und dann Verschmutzungen hinterlässt, die man nicht gerne beseitigen möchte. Und trotzdem müssen Mitarbeiter, und da muss ich auch wirklich immer wieder den Hut ziehen vor unseren Mitarbeitern oder allen Mitarbeitern dieser Hotels, dieser Erde, da muss dann sauber gemacht werden. Und das ist wirklich nicht manchmal so schön. Und von den Ansprüchen her, dass also jemand an die Rezeption geht und da auf den Tisch schaut, was ist da etwas, was Sie dann meistens nicht nachvollziehen können? Das kann eigentlich nur dann passieren, wenn man sich, was man heute kann, im Internet nicht ausreichend informiert, welches Angebot in einem Hotel vorzufinden ist. Einmal über die Klassifizierung, dann über das Internet. Man kann ja genau nachschauen. Also wir haben zum Beispiel bei uns Klimatisierung auf die Straßenseite, Schillerstraße. Und hier auf der Rückseite haben wir keine Klimatisierung. Hier kann man also mit offenem Fenster schlafen. Jetzt gibt es aber zum Beispiel Araber, die das nicht lesen im Internet. Die kommen also, die können überhaupt nicht schlafen. Wurscht, ob es kalt oder warm ist in München, ohne Klimatisierung. Und da gibt es dann schon mal Ärger. Also ich sag mal, aus der Region gibt es durchaus Diskussionsbedarf hier und da, weil auch, ich will jetzt nicht unsere Gäste schlecht machen, aber manchmal die Erziehungsstandards einfach anders sind, wie es bei uns der Fall ist. Haben Sie das Gefühl, dass im Internet auch der eine oder andere einfach übertreibt mit dem, was er anbietet und gewisse Dinge natürlich auch aus verständlichen Gründen, in Anführungszeichen, dann nicht so in den Vordergrund stellt und man sie auch im Internet dann eben nicht sieht? Und das mag beim einen oder anderen eine Strategie sein, die ist aber nicht sehr langlebig. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das sagt, wer lügt, kommt einmal um die Welt, aber nicht mehr zurück. Im Internet geht es heute so schnell. Also Sie können so schnell vergleichen. Und wenn jemand vor Ort ist, dann kann er auch im Hotelbewertungsportal entsprechend bewerten. Also dann negativ, wenn er etwas gesucht hat und seine Erwartungen nicht erfüllt worden ist. Dass man sich damit keinen Gefallen tut, hier, so wie es früher war, die Hochglanzprospekte, wo man also die Zimmer mit Weitwinkel fotografiert hat. Und dann sind das nur kleine Kämmerchen. Also das funktioniert halt nicht mehr lange. Ja. Herr Meier, es gab immer noch dieses eine Thema, dass Tankstellen der Gastronomie Geschäft wegnehmen. Hat sich das so ein bisschen beruhigt, also weil da also auch Alkohol dann eingekauft wird? Und da gab es mal die Frage, ob das ein fairer Wettbewerb ist. Also es ist nicht so, dass Tankstellen der Gastronomie Geschäft wegnehmen in dem üblichen Sinne. Es war nur zuweilen so, dass man in den Tankstellen Schnaps und Alkoholika kaufen konnte und dann hinterher in die Gastronomie gegangen ist. Und dann hat man dem Wirt vorgeworfen, er würde hier die Leute besoffen machen. Also das ist, läuft anders. Also vielfach kaufen Jugendliche heute, und es geht in Richtung Thema Jugendalkoholismus, die glühen halt vor in der Tankstelle, an der Tankstelle, oder kaufen sich die Flaschen, stehen dann vor der Disco zum Beispiel oder vor dem Club und gehen dann da rein. Und das macht Unruhe. Und das hat man immer dem Wirt angelastet. Das ist falsch. Also da muss ich sagen, da werde ich dann auch als Verbandsvorsitzender nachhaltig, weil ich sage, Leute, wir müssen hier schon gleiche Maßstäbe einhalten. Es kann nicht sein, dass Gastronomie, was ja auch Diskussion war, früher zumachen muss und immer noch mehr Aufsichtspflichten hat. Und alles wandert auf die Straße und kann dort machen, was es mag. Also sprich Jugendliche, die dort draußen, das sehe ich auch meinen Töchtern, die trinken jetzt Gott sei Dank keinen harten Alkohol, aber wie die noch jünger waren, dann waren die halt irgendwo auf irgendwelchen Plätzen draußen rumgestanden. Schlagen Sie vor, dass das verboten wird, oder wie stellen Sie sich da eine Regelung vor? Also ich frage mich, was Alkohol an der Tankstelle zu suchen hat. Das ist für mich ein prinzipielles Verständnisproblem, weil es ist kein Reisebedarf. Sei denn für Mitfahrer, und da gibt es auch eine, wie ich weiß, Promillegrenze von, glaube ich, 2,1. Also meines Erachtens hat es da nichts zu suchen. Ganz offen, ich habe selber im Bahnhof auch mal Kioske betrieben. Da ist es was anderes, da haben sie Züge, aber an der Tankstelle
hat es meines Erachtens nicht zu suchen. Oder es muss eben der gleiche Maßstab, was Alkohol und Jugendliche angeht, angesetzt werden wie in der Gastronomie, weil dass da der Jüngste, der gerade mal über 18 ist, der Älteste, rausgeht und den Schnaps mitbringt, die Jugendlichen dann versorgt, das ist ja gang und gäbe. Also da muss man einfach sensibler umgehen und da bin ich schon der Meinung, dass der Gesetzgeber da Handlungsbedarf hat. Als Verbandschef, was ist jetzt im Moment Ihr Hauptthema? Was sagen Sie, muss im Stadtrat unbedingt mal durchdacht werden und dann eben auch in Ihrem Sinne verändert werden? Als eines Thema hat man schon angesprochen, das ist der Tourismus für München, die Lenkung, die Steuerung, intelligente Steuerung eines qualitativen Tourismus für München. Aber das zweite Thema ist die Wohnraumzweckentfremdung, das ist die sogenannte Share Economy, wie es schön heißt. Was uns also sehr stört, sind die Internetportale wie Airbnb etc., die ja, unter dem Label des Altruismus sozusagen Wohnungen vermarkten, mittlerweile professionell. Es ist nur noch jede fünfte Wohnung, die im Internet angeboten wird, mit einem Vermieter versehen. Also der lebt da noch sozusagen. Also alle anderen Wohnungen, also das heißt vier Fünftel, werden frei vermietet und zwar 365 Tage lang jeden Tag. Kann man im Internet nachsehen. Das bedeutet, dass hier eine Schwarz- und Grau-Hotellerie wächst, die wir so nicht akzeptieren können. Das ist wie bei den Taxifahrern, die gegen Uber kämpfen. Uber und den Taxifahrern. Wir haben Gesetzeslagen und die Hotellerie ist dieser vielfältigen Gesetzeslage Gott sei Dank unterworfen. Weil sonst gäbe es auch in dieser Branche sicherlich Wildwüchse, die keiner haben möchte. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, dass man heute so tut, als ob das schick wäre, in einer Wohnung zu wohnen und Steuerrecht, Jugendschutz, Lebensmittelhygiene, Melderecht und viele andere Gesetzessituationen, denen wir unterworfen sind und die uns auch viel, viel Geld kosten, Brandschutz zum Beispiel, dass das nicht beachtet werden soll und da auf einmal ein rechtsfreier Raum entsteht, das kann ich nicht akzeptieren und da gehe ich auch aktiv dagegen an und da muss der Stadtrat auch noch mehr tun, um hier die Wohnraumzweckentfremdung, die am Ende dazu führt, dass die Münchner keine Wohnung mehr finden, abzuschaffen. Herr Mayer, das bleibt spannend. Das Internet greift um sich wie eine große Krake. In alle Bereiche geht es rein und natürlich auch in die Gastronomie und in die Hotellerie. Es ist ein Medium und es hängt immer von den Menschen an, was mit diesem Medium gemacht wird. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns mal einen Einblick in Ihre Branche gewährt haben. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Viel Raum, Riesenpreisvorteil für kleine und große Familientouren. Der Ford Tourneo Courier und der Ford Tourneo Connect. Jetzt bei Ihrem Automobilforum Kundendreier. Just Drive.